Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben den nächsten Warrior Talk. Und zwar heute ist eine kleine Premiere. Es ist erstmal jemand von der Polizei, Ex-Polizei, und zwar vom SEK da, der Lim Kuni. Und ja, es wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Auf geht's zu diesem Video. So, Kuni, das ist für mich Premiere. Wir sind, glaube ich, über Ecken zusammengekommen. Und für mich halt mega interessant, was ist so der Unterschied zwischen militärischer Spezialeinheit, spezialisierter Einheit und Polizei, weil ich glaube, es gibt ganz viele Jungs und auch Mädels da draußen, die sagen, sag mal, was macht eigentlich das SEK? Wir gehen natürlich ja nicht ganz tief rein, Sachen, die wir nicht sagen dürfen, werden natürlich nicht gesagt, gar keine Frage. Aber einfach so grundsätzliche Dinge. Darf man sagen, welchem Bundesland du herkommst? Gerne, klar. Gerne. Aus? Niedersachsen. Niedersachsen, also schön Niedersachsen, ja. Und was hat dich dazu getrieben? Du bist ja erst wahrscheinlich ganz normaler Polizist, muss man erst werden, oder? Ganz normaler zum Polizeidienst? Genau. Also man muss grundsätzlich, das ist ja eine Frage, die man sich immer stellt, die habe ich mir auch gestellt, man muss grundsätzlich erst ganz normal bei der Landespolizei anheuern, nenne ich es jetzt mal, also sich bewerben, diese Laufbahn durchschreiten und dann nach einer gewissen Verwendungszeit, in Niedersachsen war es ein Jahr, ja. In Einzelfällen ein bisschen weniger auch, darf man dann den SEK-Grundlehrgang bestreiten, wenn man denn den Einstellungstest bestanden hat. Also es war auch so eine, so ähnlich wie jetzt beim Bund, ich sag mal, ob Spezialzug, KSK, es gibt halt ein Auswahlverfahren. Genau. Nicht jeder wird einfach genommen, ist klar. Es ist keine Stelle, auf wo man sagen kann, ey, auf die Stelle möchte ich und zack, du bist drauf. Ist, glaube ich, jedem klar, weil man viele, viele Voraussetzungen einfach mitbringen muss. Genau. War das für dich von Anfang an schon das Ziel, wo du zur Polizei bist? Definitiv. Also ich wollte früher eigentlich immer Fußballprofi werden. Ja. Ich habe selber auch relativ hoch Fußball gespielt in der Jugend. Das war irgendwann dann einfach zu Ende. Ja. Und danach gab es für mich eigentlich nur noch Spezialeinheit. Ich habe lange geschwankt zwischen Bundeswehr und Polizei. Mein Opa war in der Fremdenlegion. Mhm. Und habe mich dann aber tatsächlich für die Polizei entschieden und habe dann halt von Anfang an für mich gesagt, okay, wenn ich mich bewerbe, muss das Ziel für mich persönlich sein, beim SEK zu arbeiten. Und wie lange, das heißt, du warst wahrscheinlich dann gar nicht so lange, ich sag jetzt mal, normaler Polizist, nein, sondern für dich war klar, okay, der Weg geht weiter. Ja. Genau. Ich habe meine Fachhochschulreife auch schon bei der Polizei gemacht. Ja. Das geht in Niedersachsen tatsächlich. Habe dann 3 Jahre studiert. Im letzten Studienjahr schon den Einstellungstest gemacht fürs SEK. Ah, okay. Das ging tatsächlich zu der Zeit und habe dann 4 Monate in der Bereitschaftspolizei gearbeitet. Also das sind die Jungs, für alle, die das nicht wissen, die bei den Demos G20 die Störer festnehmen oder halt Polizeiketten ziehen. Und habe dann nach 4 Monaten, weil du die Überbrückungszeit hast, den SEK-Grundlehrgang angetreten. Boah, das ist ja dann echt sehr, sehr schnell. Wurde denn ja. Das gefördert intern? Also ich meine, ist das SEK eine Einheit, die auch händeringend, ich sag mal, Nachwuchs sucht, oder sind die recht? Ich glaube, jede Spezialeinheit sucht händeringend Nachwuchs. Ja. Es ist bei uns genauso wie auch bei der Bundeswehr, wenn man das beim KSK zum Beispiel sieht, dass man einfach die letzten Jahre vielleicht Nachwuchssorgen auch ein bisschen hat, weil die Bewerber, ich glaube, in der Gesellschaft geht so ein kleiner Wandel durch die Decke. Du siehst nur noch Leute, die extrem fit sind und Leute, die es nicht sind, aber diese normale Mitte, ich sag jetzt mal, wenn ich das bei manchen Kindern so sehe, Purzelbaum, Vorwärtsrolle und sich sportlich betätigen, die fällt so ein bisschen weg. Und dadurch hast du natürlich auch immer weniger fähige Bewerber. Die sich bewerben, die sind schon echt gut unterwegs. Mhm. Und auch da ist es ja nochmal ein Punkt, dass da nicht jeder einfach genommen wird, sondern die Besten werden dann genommen, ja, auch von den Bewerbern. Aber du hast wirklich wenig Leute, die sich diese körperlichen Strapazen dann teilweise auch antun wollen. So ehrlich muss man einfach sein. Ich glaube, das ist so ein großer Punkt. Wir sind natürlich eine sehr entspannte Gesellschaft, die jetzt nicht wirklich, ja, jeder danach strebt, das Beste zu erreichen, Vollgas zu geben und sich vielleicht auch im Jugendalter, jetzt schaut man mal so die jetzige Generation an, die wächst ja sehr viel mit dem PC, Gaming und all sowas groß, dann hast du natürlich dazwischen immer noch Jungs und Mädels auch, die halt sagen, jo, Pfadfinder, bin immer draußen, mein Vater, meine Mutter, wer auch immer, hat mich mit rausgenommen, reiten, klettern, schwimmen, also ich meine, was auch immer, was eine körperliche Betätigung ist oder Leichtathletik, sieht man auch in so Vereinen, und da stechen ja immer wieder so ein paar da raus, die, glaube ich, im Kindesalter einfach schon Dinge mitbekommen haben, sich körperlich zu aktivieren und zu betätigen, immer nach zu gucken, Mann, wo ist denn wirklich meine persönliche Grenze? Und ich glaube, das sind so welche, die man ja natürlich dann auch sucht, die vielleicht vorher schon was mitgebracht haben an natürlich Grundfitness, auch vielleicht eine Stabilität von der Psyche her. Das ist ja auch, glaube ich, ein ganz großes Thema bei euch. Ist ein Riesenthema. Ist natürlich ein bisschen ein Unterschied immer noch zur Bundeswehr, weil du andere Einsatzlagen einfach hast. Ne? Also wir müssen ja da ganz klar unterscheiden, dass die, ich sag mal, polizeiliche, auch SEK-Standardlage, geht es immer darum, Täter festzunehmen, sicherlich auch die ein oder andere Geisellage zu lösen, aber es ist definitiv ein Unterschied zu einer Geisellage, die jetzt das KSK oder das KSM bewältigen würde. Und da ist Psyche definitiv ein Punkt.
gerade wenn du Geisellagen oder auch Bedrohungslagen hast, aber es ist immer mit dem Hintergrund, dass du natürlich hier in Deutschland super schnell an der Versorgung bist, du hast super schnell auch andere Unterstützungskräfte. Nichtsdestotrotz ist es auch bei uns natürlich ein Thema, Stressschießen, wann muss ich schießen, wie darf ich nicht schießen, weil, das ist vielleicht noch ein Unterschied, kannst du ja gleich nochmal sagen, zur Bundeswehr, wir wollen natürlich noch weniger Lagen mit der Schusswaffe lösen, als es vielleicht bei der Bundeswehr der Fall ist, kannst du ja gleich was zu sagen, weil es halt einfach darum geht, den Täter festzunehmen. In der Standardlage. Terrorlage können wir gleich so besprechen. Ist dann was anderes, ja. Lass mal so ein bisschen auf die wie lange, also zum Auswahlverfahren, darf man dazu was sagen? Ja, definitiv. Okay. Also wie kann sich so der, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher so eine Auswahlverfahren vorstellen? Jetzt habe ich meinen Dienst hinter mir, darf mich bewerben, ja. Genau. Also alles, ich sage alles, was ich sagen kann. Wenn ich was nicht sagen kann, dann teile ich es einfach mit. Also grundsätzlich ist es so, dass der Auswahltag, in Niedersachsen war es ein kompletter Tag, in mehrere Bereiche aufgeteilt ist. Du hast einen Kraftteil, ist ein bisschen ähnlich auch wie beim KSK, nur dass wir halt auch Bankdrücken machen müssen mit einer gewissen prozentualen, mit einem gewissen prozentualen Wert von unserem Körpergewicht. Wie viel möchte ich jetzt nicht sagen. Da sollte man schon, ich sag mal, wenn man gut dabei ist, über 20 Wiederholungen machen. Mhm. Vorgeschrieben sind, glaube ich, 10. Ja. Und danach hast du 30 Sekunden Pause und musst vernünftige Klimmzüge machen. Okay. Also vernünftige Klimmzüge heißt auch nicht Beine hinten angewinkelt, sondern leicht in Vorlage und komplett ausgehangen. Auch mindestens 10, aber auch da sollte man sich bei 15 aufwärts eigentlich einpendeln. Es geht ja, glaube ich, auch darum, dann bei so einem Test, wenn man, da schauen ja viele Ausbilder zu, ja, oder die halt entscheiden, ja, ist der was für uns, ja oder nein. Und wenn die sehen, da ist immer das Minimum gerissen, genau, wirst du wahrscheinlich da nicht einen dicken grünen Haken hinbekommen, so da eins, ja, mal schauen. Ne, das Gute, oder was heißt das Gute und das Gute und Schlechte dabei ist ja, dass es gibt immer eine gewisse Anzahl an freien Stellen und du bist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie gut ist die Gruppe, mit der du da bist. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, es gibt 10 freie Stellen und der Lehrgang wird natürlich immer ein bisschen mit mehr besetzt, weil im Lehrgang auch noch viele rausfallen einfach. Es ist so, der Grundlehrgang ist eine harte Nummer. Und du hast jetzt Jungs dabei, die machen jetzt schon im ersten Teil 30 Wiederholungen Bankdrücken, 25 Klimmzüge und du bist jetzt, sage ich mal, der 11. und machst 18, 20. Dann wird es wahrscheinlich am Ende des Tages, je nachdem wie die anderen Sachen laufen, schwer, weil auch da werden nur die Besten der Besten genommen, ja, weil die Stellen halt zu besetzen sind mit denen, die am fähigsten sind. Wie oft ist denn so ein Auswahlverfahren? Unterschiedlich. Früher waren es alle 2 Jahre. Ui, okay. Inzwischen hatten wir jetzt einen Jahresrhythmus, einfach aus dem Grund, dass das SEK Oldenburg, der Standort Oldenburg, gegründet wurde und da natürlich Personal gesucht wurde und Stellen besetzt werden mussten. Was aber nicht heißt, dass jetzt irgendwie es auf die Schiene ging, Bedarf schafft Eignung. Also das kann ich zum Glück noch für die Spezialeinheit definitiv ausschließen. Da wurde schon genau geschaut und es wurde dann auch noch mal ein Jahr geschoben, bis alle Stellen besetzt sind. Wir hatten dann, ich sag mal, so eine Art Bereitschaftsdienst und auch Jungs, die temporär oben waren, damit wir die Stellen besetzen können und haben das so intern ausgeglichen, damit halt nicht einfach nur Stellen besetzt werden. Was ja sinnvoll ist, gerade bei solchen definitiv Einheiten. Man sieht es ja auch beim KSK oder selbst oder KSM, Spezialzüge, Hochgebirgszüge, also alles, was so eine spezialisierte Kraft ist bei der Bundeswehr oder halt KSK und KSM Spezialkraft, die sagen dann eher, ja, besser Lücke als Krücke. Lieber haben wir 2, 3, 4, wie viel man auch weniger, aber auf die wir haben, auf die können wir uns 100% verlassen. Klar, auf den lastet dann auch ein anderer Druck natürlich, weil es halt nicht sich auf tausende Schultern verteilen lässt, das Ganze. Genau. Das heißt, du hattest... Gut, du hast dich natürlich immer schon auseinandergesetzt, aber jetzt im besten Fall, sag mal, ich möchte zum SEK und hätte früher, genau, 2, jetzt 1 Jahr Vorbereitungszeit auf einen Tag, wo man wirklich alles abrufen muss. Ja, genau. Und hat man die Chance, wenn man es da nicht schafft, nur sich nochmal zu bewerben? Ja. Okay. Also an meinem Testtag tatsächlich war jemand da, der auch schon mal am Grundlehrgang teilgenommen hat, dann aber verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Und du musst dann trotzdem den kompletten Einstellungstest auch nochmal machen. Okay. Weil natürlich die Einstellungsüberprüfung einfach festgestellt werden muss. Okay. Und es gibt aber halt einfach den Punkt, so beim dritten Mal, je nachdem auch wie der Bewerber sich gibt und wie die Ausbilder ihn einschätzen, dass die Ausbilder dir sagen, okay, du darfst vielleicht noch ein zweites Mal kommen, vielleicht auch noch ein drittes Mal, aber dann ist auch Schluss. Und es gibt auch Jungs, die waren einmal da und haben einen Eindruck hinterlassen, wo dann einfach gesagt wird, okay, ich weiß, was du meinst, man sucht, ja, viele denken auch da draußen, da wird auch irgendwie der Rambo-Typ gesucht, aber das ist ja das allerletzte, was du einfach suchst. Definitiv. Sondern ich denke auch die Tests, wenn ich jetzt bei mir an dem DEV in Kalf dran zurückdenke, ist sehr, sehr viel psychische Dinge auch, ja, mit dabei, Gesprächsgeschichten, Sachen, wo man halt, wo die probieren rauszufinden, jetzt in diesen Stunden oder Tagen,
wie tickt das? Was habe ich da? Habe ich da einen hundertprozentigen Teamplayer? Habe ich jemanden, der wirklich sich, ich sag mal, ja, aufopfern für die Gruppe, für den Trupp, also sagt, das ist, ich muss das alles zusammenhalten, oder einen, ja, Hauptsache ich bin's und hinter mir die Sintflut. Das wird ja dadurch einfach ausgesiebt. Ja. Das ist bei uns tatsächlich am Testtag auch ein Riesenpunkt. Also du wirst die ganze Zeit von allen Ausbildern, die Grundausbildung dann mit dir auch machen, beobachtet. Mhm. Und dieser Punkt wird aber natürlich in der kompletten Grundausbildung nochmal aufgegriffen. Weil bei uns ist es so, kommen wir gleich zu, sind 6 Monate ungefähr. Und da wirst du natürlich auch von oben bis unten beäugt. Aber auch am Einstellungstag geht es schon darum, wie benimmst du dich? Ist das jetzt schon eine Ellenbogengesellschaft, weil du die Stelle haben willst, oder hilfst du vielleicht dem anderen auch mental, sprichst ihm gut zu? Ja. Wie gibst du dich da einfach? Weil der Kraftteil ist, sage ich mal, noch das Entspannteste an dem ganzen Tag. Die lustigen Sachen kommen eigentlich erst danach. Ich glaube, also erst wird geschaut, okay, ist er zumindest mal körperlich, jawohl, check, und dann wird geguckt, oder zumindest mal, ne, wie tickt die Person? Ich meine, man kann in ein paar Stunden natürlich nicht alles feststellen, aber ich finde, dass so Ausbilder ein gutes Auge dafür haben, weil die bringen ja ihre Erfahrung mit ein und sagen, wie du schon sagst, an solchen Kleinigkeiten. Wie verhält er sich? Wie gibt er sich mit anderen? Hält der andere die Tür auf? Also ich glaube, es sind so Kleinigkeiten, die zeigen, er denkt mit und denkt nicht nur, ich bin durch, Tür fällt zu, sondern hinter mir kommen ja noch einer oder zwei oder drei oder wie viel auch immer. Wie viel man bewerben sich bei sowas? Darf man sowas sagen? Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sicherlich starke Jahre, es gibt schwache Jahre. Genaue Zahlen kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber es gibt teilweise für den Lehrgang 2 Einstellungstermine, weil es ja auch immer mal sein kann, dass einer irgendwie nicht kann, weil er, wenn jetzt G20 kommt oder so, dann du musst ja freigestellt werden für diesen Tag, oder das LKA in meinem Fall lädt dich dann ein, und dafür einfach abgeordnet zu werden, wenn jetzt G20 ist, ist wahrscheinlich schlecht. Deswegen gibt es da meistens 2 Termine. Aber, und das kann ich auf jeden Fall sagen, weil das hat mir damals unser Ausbilder auch erzählt, die Bewerberzahlen werden weniger. Okay. Definitiv. Schade eigentlich, weil das ist so von außen betrachtet ja wirklich auch etwas, was mich auch mal gereizt hat, als Jugendlicher oder junger Mann zu sagen, boah, SEK, also klar, man hat immer dran geschielt, was ist denn das Top in der jeweiligen, Bereich. Genau. Wurdest du denn freigestellt, um trainieren zu können? Gut, du warst im Studium noch. Okay. Also im Studium hast du natürlich ganz normal deine Studienzeit, und da wirst du nicht freigestellt zum Trainieren. Okay. Also du musst, und auch wenn du dich normal außerhalb, also aus der Polizei bewirbst, sage ich jetzt mal, aus dem Streifendienst, Ermittlungsdienst oder anderen Verwendungen, Bereitschaftspolizei, wirst du nicht fürs Training freigestellt. Okay. Das ist bei für Bewerbungen, wenn es so Richtung EGB, KSK geht, dann das teilweise schon ein bisschen anders. Also wir haben Freizeiten quasi bekommen, also nicht Freizeit, sondern Trainingszeiten. Musst du natürlich genau vorlegen, Dienstplan, was haben wir vor. Da geht es natürlich viel um Märsche und Orientieren, und da geht es ja sehr viel Rucksack tragen angesagt, um uns aber vorzubereiten. Okay, das heißt, damit ist schon auch so eine kleine Hürde. Okay, wenn du es wirklich willst, dann ist das in deiner Freizeit abzubacken, das Training. Und nicht einfach so mal, Genau. Also es wäre eine super Sache, wenn das gehen würde. Und du hast natürlich auch in den normalen, ich nenne es bewusst mit Anführungsstrichen normale Einheiten, weil alle haben ihre Berechtigung in ihrem Einsatzgebiet und wir brauchen alle, hast du Dienstsportzeiten, die du natürlich dafür nutzen kannst, dass du sagst, du machst jetzt einmal die Woche eine Stunde Sport. Aber sind wir ehrlich, einmal die Woche eine Stunde Sport bereitet dich da nicht drauf vor. Nein. Mit einmal die Stunde Sport die Woche sind 15, 20 oder mehr Klimmzüge, glaube ich, nicht drin, und auch das Körpergewicht mit nur so viel Bankdrücken, glaube ich, auch nicht drin. Aber das heißt ja, da wird einfach schon vorher geguckt, oder muss man schon vorher so ein gewisses Zeug mitbringen, sagen, ich will das unbedingt. Ja. Habt ihr dann abends schon Bescheid bekommen, wer bestanden hat und wer nicht, also wer die Ausbildung antreten darf? Nein. Also wie gesagt, bei uns war es ein kompletter Tag, und der Tag ist auch echt lang, weil wie gesagt, kommt der Kraftteil, dann kommt der, müssen wir noch einen Hindernisparcours machen, können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Und ganz am Ende, wenn alle anderen Übungen auch alle durch sind, hast du ein psychologisches Gespräch mit Kommandoführung, Ausbildern und Leuten, die sich in dem Bereich einfach auskennen. Und dann wirst du eigentlich mit sehr, sehr kritisch beäugt. Es werden sehr, sehr kritische Fragen gestellt, auch zum Testtag. Du musst dich selber einschätzen. Und das machen die natürlich nicht, um dich zu ärgern, sondern auch da, nach den Strapazen kann er sich noch vernünftig artikulieren. Wie verkauft er sich auch ein bisschen? Es ist einfach so. Und dann wirst du eigentlich einfach nur mit einem freundlichen Lächeln und Danke nach Hause geschickt. Ach. Und musst tatsächlich warten, weil die Ausbilder das dann alles reflektieren in den nächsten Tagen. Naja. Und bei uns war es so, ich glaube, wir hatten donnerstags den Einstellungstest und ich hatte den nächste Woche Montag den Anruf. Nagel mich jetzt auf den Tag genau nicht fest. Also vergehen ein paar Tage. Ja. Aber vielleicht auch sinnvoll, weil die Ausbilder ja wirklich dann zusammensitzen. Wie hast du den erlebt? Genau. Okay, und dann wird wahrscheinlich abgewogen und einfach auch, um sich einfach Zeit zu lassen, um keinen Schnellschluss abzugeben dafür. Und wie schnell ging das, wo es hieß, alles klar, nach ein paar Tagen der Anruf, guck, du bist dabei?
Wie schnell ging es dann raus? Nee, du warst noch im Studium dann. Genau. Du musst erstmal Studium zu Ende machen? Ja, ich habe am, das kann ich jetzt zum Beispiel sagen, bei mir war es der 28.06. damals. Ja. Und das Studium ging bis zum 1.10. Boah. Da habe ich meinen Testtag bestanden und habe dann eigentlich nur noch in meiner Studienzeit alles daran gesetzt, das Studium zu bestehen. Stand jetzt nicht auf der Kippe, also ja, so ist es nicht, aber ein gutes Studium zu machen, weil auch das war eine Frage tatsächlich im psychologischen Gespräch. Wie schließt du dein Studium ab? Kannst du das erfüllen? Und diese Geschichten, ich musste das auch dann alles vorlegen. Und dann hoffst du halt einfach auf einen, ich sag mal, auf einen guten Start in den Grundlehrgang. Der ist bei mir dann tatsächlich erst den Januar danach gestartet. Ja. Das heißt, ich hatte nach dem Einstellungstest gut Zeit, mich auch mal einen Monat zu entspannen. Ja. Also wirklich einen Monat zu sagen, okay, das waren jetzt ein paar Strapazen, die ich auf mich genommen habe, weil ich mich auch 2 Tage vor dem Einstellungstest verletzt hatte. Boah. Ich war noch beim Orthopäden und habe mich tapen lassen und darf man fast gar nicht erzählen, mich so behandeln lassen, dass ich an dem Testtag teilnehmen konnte. Und habe dann nach dem Monat angefangen, mich wieder langsam für den Grundlehrgang aufzutrainieren, weil das war eine Phase, wo ich selber dann auch im reflektierenden Gespräch gesagt habe, okay, Grundlehrgang, ich habe alles gut erfüllt, mhm, auch mit guten Leistungen, aber ich habe auch gemerkt, da müssen noch 2 Schippen drauf, weil jetzt kommen 6 Monate. Das ist natürlich auch psychisch nicht so easy, wenn man das jetzt besteht, weil es super, es geht los und dann ja in einem halben, genau, Jahr. Das, man kann es ja kaum abwarten, man will ja, ist ja gedanklich dann schon da, genau, wenn man es geschafft hat. Und man hat ja keine Referenzpunkte, was soll ich jetzt trainieren, wie viel soll ich trainieren, was, ne? Weil es ist ja immer noch so ein, was kommt da eigentlich auf mich zu? Genau. Du wusstest, du bist fit, du bist gut, ja, vorbereitet, reicht das? Ist ja auch so eine Frage wahrscheinlich, die man im Kopf hat. Wie kommt man da an? Also es ist so ein Zeitraum der Ungewissheit, genau, den zu überbrücken. Bei mir ist auch noch der Fall gewesen, ich war ja die 4 Monate dann auch, die ich nach dem Studium in der Bereitschaftspolizei war, in einer ganz normalen Einheit. Es gibt, mhm, ja in der Bereitschaftspolizei noch die BFE, mhm, das ist die Beweissicherung und Festnahmeeinheit, das sind die, die dann auch die Störer festnehmen. Das sind schon ein paar kernigere Jungs, sage ich einfach mal. Das ist schon eine spezialisierte Einheit, aber keine Spezialeinheit. Und davon gehen sehr, sehr viele zum SEK bzw. bewerben sich dort. Und die haben natürlich Kumpels und wissen, oh, wir haben grob das gemacht vielleicht. Vielleicht kam auch schon mal grob das dran. Hatte ich alles gar nicht. Okay. Also ich kannte dort keinen. Ich habe da 4 Monate meinen Dienst gemacht. Mit der BFE hast du so auch wenig Berührungspunkte. Und ich hatte wirklich überhaupt 0 Ahnung, was da auf uns zukommt und wie das abgeht und was überhaupt, weil es gibt da drüber auch nichts. Okay. Und dann ging aber endlich dann der Grundlehrgang, heißt bei euch, los. Genau. Also quasi wie eine Grundausbildung, kann man wahrscheinlich sagen, ja, zum SEK-Soldaten mit wahrscheinlich grundlegenden Themen. Also was ist so ein Bestandteil davon? Grundlegende Themen sind natürlich körperliche Leistungsfähigkeit, Wille zum Durchbeißen, Taktik, Schießen, Höheninterventionen, also Klettern ist ein großes Thema, Abseilen ist ein großes Thema, Fahrtraining, dann in den einzelnen Gruppenteilen, ÖPNV, maritimes Training, Luft, also Flugzeuge. Mhm. Das ist sehr, sehr breit gefächert und das sind 6 echt intensive Monate. Ach, glaube ich. Und ich kann tatsächlich sagen, ich dachte damals, dass der Einstellungstest schon gut kernig war. Mhm. Nach dem ersten Tag im Lehrgang war das alles, was wir am Einstellungstag dagegen gemacht haben, eigentlich eine absolute Lachnummer. Okay. Also wir waren da, ohne jetzt zu viel zu sagen, wir waren mehrere Kilometer im Wald unterwegs, mhm, waren ungefähr nach so, ich glaube, 4 Stunden dann damit durch, haben zwischendurch Übungen gemacht und sind wirklich viele Kilometer gelaufen in den 4 Stunden und mussten danach dann noch 3 Kilometer auf Zeit laufen in unter 12 Minuten. Und die Ansage war da aber schon ganz klar von den Ausbildern, dass einiges nicht aus dem Wald rausschaffen werden. Was jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass du aus dem Lehrgang fällst, mhm, sondern es geht dann wirklich darum, durchzubeißen. Aber es sind auch schon einige, die den Lehrgang bestanden haben, einfach im Wald liegen geblieben. Der Rettungssanitäter kommt dir dann irgendwann entgegengejoggt, weil, ja, wir ja eigene Medics haben. Ja. Ja. Das heißt, da beginnt auch, so ist es beim KSK ja auch so, ein Ausbildungszeitraum, wo auch immer wieder welche einfach rausfallen. Ja, nur weil du einen Test bestanden hast, heißt das nicht, dass du, nein, automatisch irgendwann schicke schwarze Klamotten bekommst und Türen eintreten darfst. Sondern grüne inzwischen. Oder grüne, genau. Oder, genau, olivgrün mittlerweile, ja, was auch sehr schick ist, muss ich sagen. Passt auf jeden Fall. Das bedeutet nicht, dass man einfach durch ist, sondern man muss diesen Grundlehrgang, du hast ja angesprochen, mehrere Sachen, wie auch Verbringungsarten, ne? Luft, maritim. Genau. Ist das erstmal ein überall reinschnuppert in die Bereiche und dann wird in Einheiten geschaut, boah, da ist der absolute Freak, was Maritimes angeht. Und man, also gibt es dort so eine Art Spezialisierung auch, jetzt wie zum Beispiel in Kalf? Wir haben Spezialisierung, aber ein bisschen anders. Also bei uns war es so, und das ist in anderen SEK ähnlich, dass wir 5 Einsatzgruppen hatten. Mhm. Ist auch kein Geheimnis, kann man oft darüber sprechen. Und die haben verschiedene Teilbereiche, um die sie sich kümmern. Also ein Teilbereich kümmert sich um maritime Sachen, ein Teilbereich kümmert sich um ÖPNV. Ja. Und
im Grundlehrgang wirst du grundausgebildet. Das heißt, eigentlich hast du 6 Monate lang quasi Test, weil du jeden Tag wirklich auch performen musst. Du hast jetzt nicht jeden Tag unbedingt, also den Druck machst du dir selber, dass du Angst hast, dass du immer rausfällst. Aber die Ausbilder sagen dir schon, okay, wir haben euch ausgewählt, wir wollen euch ausbilden. Wir sind keine Rauswerfer, wir sind Ausbilder. Ja. Trotzdem musst du die Sachen erfüllen. Und wenn es nicht passt, dann, wir haben in der ersten Woche Leute verloren, die sich das Schienbein gebrochen haben beim AZT, heißt das bei uns. Also das ist quasi Kampfsport, Zugriffstechniken. Wir haben Leute gehabt, die rausgefallen sind, weil dann die Leistung doch nicht gepasst hat. Und die Spezialisierung, die du machen kannst bei uns, was jetzt so, ich sag mal, Rettungssanitäter angeht, das kommt alles erst nach dem Grundlehrgang. Okay. Warst wahrscheinlich sehr happy, wo du durch warst mit den 6 Monaten. Definitiv. Ich glaube, das war einer, also immer noch einer der schönsten Tage meines Lebens. Glaube ich. Da fällt ja ein, man hat am Anfang gesehen, sind so 6 Monate ein ewig langer Zeitraum. Irgendwann ist man mittendrin, lebt, glaube ich, von Tag zu Tag, was kommt als nächstes. Und irgendwann werden die Tage immer weniger. Man weiß, glaube ich, und dann bist du fertig und denkst so, okay, Mann, ich hab's gepackt. Ja. Oder? Es ist ein Stück weit auch nicht richtig greifbar, weil diese 6 Monate kommen dir am Anfang unglaublich lang vor. Und es ist, wie du sagst, du lebst gerade nach dem ersten Tag, wo dir klar gezeigt wird, in welche Richtung das hier geht, lebst du ein Stück weit teilweise, also ich zumindest, kann ich für mich sagen, ein Stück weit in Angst. Mhm. Aber nicht jetzt in Angst von wegen, oh, ich will da nicht hingehen, sondern du hast da schon Bock drauf, aber du weißt, es wird richtig kernig. Und du gehst auch jeden Tag über körperliche und mentale Grenzen. Du hast bestimmt mal einen ruhigeren Tag dabei für den Körper, machst dann aber wieder irgendwelche Sachen in der Höhe, da ist der eine ein bisschen konfirmer, der andere, für den ist das dann, oh, 180 Meter abseilen, und verschiebst jeden Tag einfach deine Grenzen. Und wenn du da durch bist, kann ich für mich sagen, hast du das Gefühl, dass nichts auf dieser Welt aufhalten kann, weil du einfach jeden Tag deine Grenzen verschoben hast, bist mit der Gruppe zusammengewachsen, so eine Kameradschaft wie in den 6 Monaten habe ich nie wieder in meinem Leben oder auch vorher noch nicht erfahren. Und das ist Glücksgefühle pur. Ich glaube, das war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Mega. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man wächst als Gruppe ja extrem zusammen, weil man ein halbes Jahr lang wirklich dadurch allen, nicht Mist durchgeht, aber durch ganz, ganz viele Herausforderungen, die dann einfach, ne, das Grüppchen wird dann vielleicht immer kleiner und kleiner, alle haben das identische Ziel. Ja. Und wann ist man sonst über so einen langen Zeitraum mit den identischen Menschen zusammen und erlebt solche Dinge oder geht über solche Grenzen? Das hat man halt einfach nicht. Ich glaube, das ist auch der Punkt, da bin ich inzwischen fest von überzeugt, bei sowas entsteht Kameradschaft, weil du zusammen Blut auf der Strecke lässt, du lässt zusammen Schweiß auf der Strecke, auch Tränen, ist also vielleicht auch aus Wut oder weil einfach was wehtut oder sonst irgendwas. Man lernt sich einfach super gut kennen, wenn du auf O-Märschen unterwegs bist, dann gibt es diese Phasen, wo ist alles lustig, dann gibt es die Phasen, wo man sich gegenseitig vielleicht auch richtig auf den Keks geht, weil jeder auch Ecken und Kanten hat, auch ich habe viele Kanten, ist einfach so. Aber du weißt irgendwann genau, hey, auf den Otto kann ich mich verlassen und vielleicht finde ich nicht cool, was er zum Thema Fußball sagt oder so. Aber wenn ich ihm sage, du nimmst jetzt die Kiste, dann trägt er die, bis er tot umfällt. Ja. Und dann wächst das echt gut zusammen. Also die Kameradschaft entsteht in meinen Augen durch sowas. Deswegen halte ich von so Teambuilding-Maßnahmen, die jetzt so einen halben Tag laufen, auch nicht viel. Außer es sind solche Sachen, kommen wir zum Thema Ocean Warrior. Das ist wieder was, Extremsituation, Unterwasservertrauen. Kann ich zusammenwachsen, da entsteht Kameradschaft, finde ich. Wenn ich jetzt mit einem Raften gehe, ist das wahrscheinlich noch halbwegs überschaubar, obwohl das vielleicht für den einen oder anderen auch eine Extremsituation ist. Weil ja jeder wirklich irgendwie anders tickt und Ängste für irgendwas hat. Aber klar, ein halbes Jahr, das ist, wenn ich sehe, viele sagen es natürlich auch nur ein früher Wehrdienstleist, ne, bei der Bundeswehr, 9 Monate. Die haben gesagt, dass diese 3 Monate Grundausbildung für die das beste Kameradschaftsgefühl war, weil das immer auch wieder längerer Zeitraum, jeden Tag, du pennst auch noch gemeinsam auf Buden mit 6, 8 Mann, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, und verbringst halt ganz intensiv die Zeit und durchläufst und hast das identische Ziel, da einfach durchzukommen. Ne? Gab es denn irgendwie eine zumindest mal vernünftige Zeremonie, dass man jetzt 6 Monate rumgeschafft hat? Ja, oder? Also bei uns ist das dann immer so gewesen in Niedersachsen, ich habe ja danach dann auch noch 2, 3 Zeremonien mitgemacht. Das ganze Kommando ist da. Ein anderes Kommando aus einem anderen Bundesland übernimmt dann auch die Rufbereitschaftslagen. Bei uns war es dann, glaube ich, Bremen. Also man hat da untereinander so ein paar Absprachen, dass wenn jetzt was gewesen wäre, wäre halt Bremen losgefahren. Das ganze Kommando war da. Es war ein sehr, sehr schöner Abend auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei mit einer Zeremonie. Name wird aufgerufen, du kriegst deine Schwinge verliehen und wirst deiner Einsatzgruppe zugeteilt. Das war mega. Das glaube ich. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das einfach, auch wenn ich inzwischen ja nicht mehr da bin, das ist einfach, du hast da echt was geschafft. Du bist stolz, dass du es mit diesen Jungs gemacht hast. Und das ist einfach ein schöner Moment.
Das glaube ich. Das ist sowas, vergisst man einfach nie. Ich meine, du hast mir auch die Urkunden gezeigt, die leider nicht sehr schön sind bei der Polizei. Das darf man vielleicht ganz offen anschreiben. Deswegen ein kleiner Tipp für die Polizei: Macht eine vernünftige Uhr. Also ja, da steht alles drauf. Aber für so eine Herausforderung, für so etwas Bestand zu haben, könnte das schön dann vielleicht mit Wappen und farblich und irgendwas sein. Da muss ich sagen, ist vielleicht sogar tatsächlich die Bundeswehr weiter vorne, denn da gibt es wirklich schöne Urkunden für Dinge, ob jetzt zum Zeitsoldat oder welche Beförderung und so, ist wirklich, wirklich schön. Aber sowas nimmt man ja trotzdem mit und ja, ich glaube, die Schwinge ist das Wertvollste, was man da verliehen bekommt.